Tobias und Larry, die haben uns ein echt cooles Paket zugeschickt und da kommen wir jetzt mal durch. Greetings von Can Come. Hallo Anni, zum Release von Leeches und Larry Wet Dreams Dry Twice haben wir für dich ein kleines Paket zusammengestellt. Oha, ein Zwinker-Smiley. Danke an dieser Stelle für dein lustiges Let's Play zum ersten Teil. Hier ist dein Key. Oh, mein Key. Wusste ich gar nicht, ich habe das Spiel jetzt gekauft. Ups. Liebe Grüße, Maria und Dennis. Greetings von Can Come, liebe Freunde. Larrys Erfrischungstuch, wenn Träume mal wieder feucht werden. Ich muss euch das alles zeigen, ich finde das zu gut. Die besten Anmachsprüche für Dummies. Von Larry empfohlen. Wow, siehst du zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber bügeln? So viele Kurven und ich ohne Bremsen. Oh Gott, ist das schrecklich. Ich bin kein Mann für eine Nacht, aber 1 bis 2 Stunden hätte ich schon Zeit. Soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen, der funktioniert? Wir haben Sex und dann verschwindest du. Oh mein Gott. Ich erkenne dir es noch aus dem ersten Spiel. Wie hieß nochmal diese Firma, die als Logo, die sowas wie Apple waren, aber das Logo war abgeändert und sah aus wie eine Vagina? Ich habe jetzt einen Button davon. Prune, genau, Prune hießen die. Oh, lustig. Was ist das hier? Auch mit dem Prune-Logo drauf. Ach, einfach nur ein Schlüsselanhänger. Den benutze ich. Anni, warum hast du eine Vagina als Schlüsselanhänger? So mein Ding, sorry. Larry's Love Hankies. Natürlich zum Naseputzen. 2 Packungen, wenn du sehr dolle erkältet bist. Einen Bademantel. Leeches to Larry Wet Dreams Dry Twice. Und auf der Brust natürlich, natürlich das Prune-Logo, natürlich. Alles schön gestickt, Mann. Voll die High-Quality-Sachen, Mann. Natürlich, was darf nicht fehlen? XX Larry, ein Kondom. Das bewahre ich mir auf für den richtigen. Larry's Love Juice. Oh, ich feier das. Oh, ich feier das. Davon haben wir 2. Und jetzt das, was ich wirklich am besten finde. Ihr wisst ja noch, dass im letzten Teil hat sich sehr, sehr, sehr viel um diese Bar gedreht, in der es ein sehr spezielles Getränk gab. Einfach das Barbarenbräu. Eine untergängige Bierspezialität, die durch Spezialmalz ihre Dunkelfarbe und aromatische würzige Note erhält. Wollte schon immer mal Bärenbräu trinken. Barbarenbräu, sorry. Ich feier das Paket. Dankeschön. Dankeschön, Leeches und Larry Macher, für dieses super schöne, liebevolle Paket. Ich feier das mega krass. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Spiel und eiern gar nicht weiter rum. Boah, ich freue mich so sehr drauf, weil ich gehört habe, dass es rauskommt. Millionen von euch haben mich auf dem Beitrag markiert, als das Spiel angekündigt wurde. Ich freue mich so sehr drauf, das zu spielen. Leute, es geht los. Wir haben den ersten Teil schon gespielt. Falls ihr den noch gerne nachholen wollt, könnt ihr entweder selber spielen oder bei mir auf dem YouTube-Kanal als Let's Play euch anschauen. Und jetzt spielen wir den zweiten Teil. Neues Spiel. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, Array! Über wen redest du da? Nicht so wichtig. Lass dich nicht stören. Ich bin gar nicht hier. Beachte mich einfach nicht. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Erzähl mal, wer ich bin. Erzähl mal, wer ich bin, Larry. Erzähl mal, wer ich bin. L. Larry, der Prophezeite, vor dem die Alpakas sich verneigt haben, der uns vor den Gringos gerettet hat. Ich dachte, du singst jetzt darüber, wie gut ich aussehe und wie erfolgreich ich bei Frauen bin. Na gut, bevor du El Larry wurdest, warst du Larry Leffer. Bin ich eigentlich immer noch. Der Mann, der damals in den wilden 80ern beschloss, keine Jungfrau mehr sein zu wollen. Beste Entscheidung meines Lebens. Der Mann, von dem keine Frau sicher ist. Genau. Moment, ich glaube, das soll man heute nicht mehr so sagen, habe ich gelernt. Oh Gott. Aber es stimmt natürlich, Ladies. Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Das, Larry, ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit, erzähl, wie wir hier gekommen sind. Nun gut, du bist aus der Zeit gefallen. Das ist aber nicht nett. Niemand weiß, wie du aus den 1980er Jahren in unsere Zeit gekommen bist. Ach so, meinst du das? Du bist in einem seltsamen Labor aufgewacht und wusstest erst nicht, dass du dich im 21. Jahrhundert befindest. Doch du hast schnell gelernt, wie diese moderne Welt funktioniert. Er hatte ja auch den besten Lehrer. Stimmt, da hat mir zum ersten Mal ein Smartphone. Lefto,
Du bist Larrys Anker in eine längst untergegangene Welt. Oh, Lefty. Hat jemand Lust, mein neues Craft-Bier-Rezept zu kosten? Oh, nein. Gott. Jedenfalls nein. Hast du, Larry, nicht nur die Tücken des 21. Jahrhunderts gemeistert. Naja, gemeistert würde bedeuten, dass er weiß, was er da tut. Oh, sie ist und unten, das kann man ja wohl nicht behaupten. Ich finde ja, er schlägt sich ganz gut. Silencio! Larry suchte nach Liebe an all den falschen Orten. Larry hat sich unsterblich in Faith verliebt, die heimliche Chefin des Technologieunternehmens Prun. Hm. Sie forderte ihn heraus, in der Dating-App Timber 90 Punkte zu bekommen. Erst dann würde sie mit ihm ausgehen. Woher weißt du das denn alles? Du warst doch gar nicht dabei. Silencio! Das ging wie immer fürchterlich schief. Und dann wollte Larry den Prun-Server mit seiner Timber-Punktzahl hacken. Das war Notwehr. Dabei störte er eine Produktpräsentation. Und Prun wurde an den Rand der Pleite gebracht. Tja, upsi. Faith musste fliehen mit BJ im Schlepptau. BJ. Dem Mann, den sie als CEO von Prun installiert hatte, der aber nur ihre Marionette war. Larry schlich auf ihr Schiff und fuhr heimlich mit ihnen zu ihrer Villa, hier im schönen Cancun. Wir werden kein Wort darüber verlieren, was auf diesem Schiff geschehen ist. Oh, ich fand das total romantisch. Ach, das würde mich jetzt interessieren. Bist du wahnsinnig, Lefty? Ach, vergiss die Frage. Ich wollte es höflicherweise verschweigen, Larry. Ein Glück. Dass du die abstoßendste Sexpuppe aller Zeiten gebaut hast. Oh und Gott. Den Rest können wir uns denken. Leider. Schließlich hat Faith dir ihren Plan offenbart, dass sie BJ nur als Marionette benutzt hat. Und dann hast du die Villa in die Luft gejagt und so die Gringos vertrieben und Cancun befreit. Ziemlich verrückte Geschichte. Okay, ich weiß bestimmt, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen? Ja, jetzt kann's loslegen! Jetzt kann es richtig losgehen. Nun gut, Larry. Es fehlt noch ein letzter Schritt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die ein goldenes Zeitalter auf Cancun einläutet. Du musst die Tochter des wichtigsten Mannes der Insel heiraten. Oh, no. Meine Tochter. Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, wo wir schon mitten in den Vorbereitungen sind. Natürlich nicht. Ich übe schon den ganzen Tag das Ja. Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn ich vorher mal mit ihr reden könnte oder sie wenigstens anschauen. Wie sieht es denn mit einem Ehevertrag aus? Ja, sie zumindest mal anschauen. Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn ich vorher mal mit ihr reden könnte. Oder sie wenigstens anschauen. Nein, die Prophezeiung erlaubt es nicht. Aber sie ist außerdem die schönste Frau der Insel. Ach so, dann will ich mal nicht so kleinlich sein. Dann mache ich mich mal für eine Hochzeit bereit. Ja, zieh los, Larry. Heirate die schönste Frau der Insel. Meine Tochter. Wie viele Frauen gibt es eigentlich auf der Insel? Zwei. Die andere ist meine Mutter. Vielleicht. Erfülle die Prophezeiung. Oh, und no. Dein Schicksal. Lass mich dir dieses Lied mitgeben. Oh, Larry, Larry, alle nennen dich. Ei, caramba, meine Gitarre. Wir müssen sie reparieren, Larry. Sonst kann ich auf deiner Hochzeit kein Lied singen. Ich kümmere mich darum. Und vergiss auch nicht, dass du dich um das Catering kümmern und deinen Hochzeitsanzug tragen musst. Pi? Was gibt's, Larry? Es gibt doch sicher eine App für Hochzeitsvorbereitungen. Oh. Durchaus. Aber ich bin immer noch damit beschäftigt, diese riesige Datei zu entpacken. Daher kann ich gerade auch keine neuen Apps installieren. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, ein riesiges Teil auszupacken. Entpacken, Larry. Diese Datei, die uns irgendjemand vor ein paar Wochen geschickt hat. Schon vergessen? Die muss ich entschlüsseln, aber das dauert. Okay, dann sag Bescheid, wenn es fertig ist. Übrigens gibt's eine wichtige Sache, die wir machen, sobald wir ein neues Bild in diesem, also sobald wir an einen neuen Ort in diesem Spiel kommen. Und zwar, wir suchen überall, wo die Macher von diesem Spiel Penisse und formartige Sachen untergebracht haben. Ich sehe hier erstmal hier einmal rechts natürlich diesen großen Kaktus. Hier die Flagge, hier die Flaggen. Ich glaube, das war's tatsächlich. Ja, ist gar nicht so viel. Ah, hier können wir nach links gehen. Cerveza, Wein. Schön hier. Es ist schon viel für die Hochzeit vorbereitet. Wie geht's dir eigentlich dabei, Larry? Bist du wirklich bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Wenn die Prophezeiung das verlangt. Das reicht dir als Grund? Ach, reden wir nicht darüber. Willst du lieber darüber reden, wie du die Villa in die Luft gejagt hast? Ist ja gut. Ich werde nie wieder einen großen roten Knopf drücken. Wo ist nochmal die Leiter, die in mein Zimmer nach unten führt? Oh, hier ist mein Handy. Als bin ich vor meinem Handy. Das ist ja blöd. Du kannst Auto auch schnell verlassen, wenn du auf einen Ausgang mit links doppelklickst. Ah. Ach.
Was ist los, Larry? Ich musste gerade wieder an Faith denken. Ach, sie ist gestorben. Mach dir keine Vorwürfe. Tu ich aber. Du kannst Objekte betrachten, indem du sie mit der rechten Maustaste anklickst. Zum Beispiel kannst du den Haufen Unterwäsche im Käfig mit der rechten Maustaste anklicken, um mehr darüber zu erfahren. Das ist die Unterwäsche von Faith, die nach der Explosion auf der ganzen Insel verstreut war. Ich habe sie alle eingesammelt. Also, um sie Faith zurückzugeben. Sobald wie möglich, falls sie noch lebt. Ich sollte wenigstens eine Kerze für sie anzünden. Eigentlich müsste dafür alles hier im Raum sein. Du sollst eine Kerze für Faith anzünden, da brauchst du eine frische Kerze. Irgendwo hier im Raum muss noch eine sein. Denk dran, dass du mit der mittleren Maustaste oder Leertaste alle angezeigten Objekte an dem Moment hintergehen kannst. Okay, hier ist eine Kerze. Die nehme ich mit. Es könnte ja dunkel werden. Ah, da ist sie ja. Jetzt muss ich sie erstmal anzünden. Du brauchst etwas, um die Kerze anzuzünden. Okay, schauen wir uns um. Womit könnte man diese Kerze anzünden? Ist das? Ach. Feuer, der beste Freund des Mannes. Oh mein Gott. Oh und in nein. Den richtigen Händen harmlos. Wie hieß nochmal dieses Fick-Einhorn, das hier an der Wand? Oh Gott. Hast du mehrere Gegenstände im Inventar? Kannst du sie probieren zu kombinieren? Ach so, stimmt ja. So, sie brennt. Jetzt muss ich sie noch auf die Gedenkstätte stellen. Brennende Kerze. Gedenkstätte. Ach, Faith. Ich wünschte, du wärst hier. Okay, jetzt aber los. Ich muss noch viel für die Hochzeit vorbereiten.